Hallo zusammen. Ich freue mich darüber, dass sich heute viele Menschen hier vor dem Reichstag versammelt haben und viele das am Bildschirm verfolgen, was hier heute passiert. Denn wir erinnern uns alle daran, was im November 2019 im Iran geschehen ist, als die Menschen gegen Unterdrückung und für mehr Freiheit und Toleranz sich engagiert haben gegen das politische Regime. Das hat aber nicht mit Dialog, sondern mit Gewalt geantwortet. 1500 Menschen sind zum Teil jedenfalls schwer verletzt oder ums Leben gekommen. Tausende sind verhaftet worden. Das war die Antwort des Regimes. Und das Schlimmste war die Hinrichtung des bekannten Sportlers Navid Afkari, bei dem sozusagen die Spitze der Gewalttätigkeit zum Ausdruck gebracht worden ist. Wir sind mit unseren Gedanken durchaus bei denjenigen, die trauern und die Leid erfahren haben. Aber wir sind auch bei denjenigen, die sich solidarisch verhalten haben und weiter kämpfen dafür, dass es mehr Freiheit und Demokratie, weniger Unterdrückung, Menschenverachtung im Iran gibt. Und ich hoffe sehr, dass es auch durch die Europäische Union und durch die Vereinten Nationen gelingt, auf das politische Regime im Iran so viel Druck auszuüben, dass erstens diese Praktiken aufhören und zweitens dieses Land sich in Richtung von mehr Demokratie und Menschenrechten entwickelt. Ihr habt dabei meine Solidarität. Also alles Gute für euch.